Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Brick Lady und habe heute ein Set für euch mitgebracht, was nicht gerade Freude versprüht. Wenn wir ein Motto für dieses Video bräuchten, wäre es sowas wie: Niemand ist nutzlos, man kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen. So, da wisst ihr schon mal, in was für eine Richtung das heute hier geht. Wir haben ein Lego City Set, die 60343. Ein Set, was ich super, super oft auf meiner YouTube-Startseite gesehen habe, eine Zeit lang. Und ich habe mich irgendwie gefragt, ob ich einen Trend oder Hype verpasst habe und was an diesem unspektakulär daherkommenden Set so toll sein soll, warum das gefühlt jeder gekauft hat. Ja, da war ich irgendwie nicht so up to date, glaube ich. Mittlerweile ist mir gedämmert, dass das einfach ein besonders krasses Beispiel dafür ist, wie Sachen nicht laufen sollten. Ja. Vorweg zwei kurze Disclaimer noch. Erstens, mit dem hier wurde schon gespielt. Das heißt, es fehlen Teile, was bei der Menge an Teilen schon sehr dramatisch ist. Die beiden Minifiguren, die dabei waren, sind im Nirvana verschwunden. Und da waren noch so eine Patiententrage oder Liege. Ich will immer das eine sagen und das andere ist richtig. Ich glaube, es ist eine Trage. Keine Ahnung. Das, wo so ein Patient drauf liegen kann, der in diesem Rettungshubschrauber transportiert würde. Das fehlt. Und die Figuren. Genau, da waren nämlich hier so dieser Lastwagenfahrer und dann noch eine Hubschrauberpilotin mit drin. Ja, aber sie waren jetzt nicht auffindbar. Ist, denke ich, nicht schlimm. Ja, und das Zweite, was ich sagen wollte, ist, normalerweise sind meine Videos ja eigentlich eher, ich sag mal, vom Grundsatz her positiv. Meistens teile ich hier eher Sachen, die ich cool fand, die mich begeistern, die ich gebaut habe und wo ich einfach dachte, das könnte den einen oder anderen auch interessieren. Ja, das ist jetzt hier mal nicht so. Ist normalerweise nicht so die Art und Weise, wie ich meinen Content plane, sage ich mal, weil man muss ja das schlechte Set dafür kaufen. Und ich finde, durch den Kauf legitimiert man irgendwie auch immer die Existenz von sowas. Man sendet auf jeden Fall die falsche Botschaft, wenn man das kauft. Ja. Weil ich meine, wenn ich jetzt das Lego wäre, würde ich nicht denken, dass die Leute das alle gekauft haben, um ein schlechtes Video darüber zu drehen. Ja, wir haben es auch tatsächlich für unseren Sohn gekauft. So, dazu werde ich auch auf jeden Fall später noch was sagen. Dann fangen wir jetzt mal direkt an. Also Lego City 60343. Hier, das ist die altersmäßige Zielgruppe. Genau das Alter, was mein Sohn hat. Daran sieht man vielleicht schon so ein bisschen, ne? Und dann haben wir hier noch so ein paar actionreiche Darstellungen oder so. Und unter anderem auch die Maße. Das ganze Ding ist nämlich 39,5 cm, wenn der Hubschrauber draufsteht, quasi von hier vorne bis hier hinten. Ja. Aber glaube ich auch ein bisschen mehr Schein als sein. Ja, wir haben hier nämlich 215 Teile zu einer knackig saftigen UVP von 29,99. Hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlich gesagt. Ich dachte dann, weil ich das ja häufiger mal gesehen habe, aber nicht wirklich geguckt hatte, was damit los ist, dass das vielleicht ein richtig cooler Deal ist. So ein kleines Set irgendwie für 7,99 oder ein Zehner oder so. So Lego macht jetzt so kleine City-Sets, die man mal so schnell mitnehmen kann oder so, hatte ich gedacht, ja. Nee, also da, das finde ich ist schon mal eine Ansage. Ne? Wir haben zwei Bauanleitungen, die für die wenigen Teile relativ dick sind, aber es ist ja, wie gesagt, auch für eine viel jüngere Zielgruppe. Ich denke mal, es sollen dann wahrscheinlich auch bewusst eher weniger viele Teile sein, weil so ein kleines Kind vielleicht nicht immer ganz so motiviert ist von Anfang bis Ende. Ja? Aber ich würde sagen, dass das ist ein ähnliches Fehlkonzept wie dieser Pullover, den ich hier trage. Für den muss das richtige Wetter erst noch erfunden werden. Der ist nämlich ziemlich kurz. Er hat lange Ärmel. Und ich sag mal, man friert doch am Bauch eher als an den Armen, oder? Also, wenn es so warm ist, dass man bauchfrei rumläuft, dann braucht man doch keine langen Ärmel. Aber die bessere Frage ist, warum habe ich ihn nur gekauft? Naja, egal. So, fangen wir mal an. Ja, 30 Euro für was? Ich komme näher mit dem Zeug. Bleib ruhig sitzen, ich komme schon. So, das ist die Zugmaschine. Die, würde ich sagen, ist noch das am wenigsten Problematische daran. Die ist schon ein bisschen abgespeckt. Aber das habe ich bei den neueren City-Sets, also aus der letzten Welle, sage ich mal, von City-Sets, durch die Bank weg bei den Fahrzeugen bemerkt, dass der Innenraum zum Beispiel nicht mehr wirklich ausgekleidet ist.
Da ist kein Sitz mehr drin, sondern hier noch dieser Werkzeugkoffer. Es gab aber auch teilweise bei Fahrzeugen einfach in diesem Innenraum gar nichts, wo man die Figur dran setzen soll. Nicht mal so eine angedeutete Rückenlehne hier. Ja, also das muss ich sagen, ist generell bei City ein bisschen ja, weggespart worden. Aber wie gesagt, die Zugmaschine geht noch. Die ist in Ordnung. Das ist zwar hier nicht so schick mit diesem großen grauen Klotz da drin, aber ansonsten würde ich sagen, geht die noch klar. Der Anhänger hier ist schon ein bisschen luftiger, würde ich mal behaupten. Hallo. Hallo Leute, hier ist erstmal ein bisschen nix irgendwie. Ich glaube fast, wenn das statt 215 irgendwie 213 Teile gewesen wären oder so, wäre es vielleicht schon nicht mehr gegangen. Ich weiß es nicht. Also ich bin geizig. Es gibt ja sparsame Leute, es gibt geizige Leute und es gibt dann auch noch sowas. Das finde ich ist noch mal ein bisschen drüber. Hier wurde echt so minimalistisch gearbeitet, wie nur irgend möglich. Ich weiß nicht. Also das Ding ist halt, ne, man muss ja wie gesagt immer bedenken, für wen ist es? Und hier wird so 5 plus angegeben. Wir gucken uns manchmal als Familie, schon wieder eine kleine Anekdote, wir gucken uns manchmal als Familie übers Handy auf dem großen Fernseher, man kann es ja so verbinden, ne? Hokus Pokus, Fidibus, kann man hier so verbinden, gucken wir uns manchmal zusammen als Familie die Lego-Neuheiten an. Und seit mein Sohn das bei den Neuheiten damals gesehen hatte, hatte ich gesagt, das will ich haben. Und manchmal ist sowas ja eine Luftnummer. Kinder wollen ja prinzipiell erstmal immer alles aus ihrem Interessengebiet haben. Und das hier sind so Fahrzeuge, Flugobjekte und so. Da fährt er ja drauf ab, ne? Wollte er direkt haben, aber es ist hartnäckig dabei geblieben. Also, ne? Da ist er dabei geblieben. Kriegt man wie alles meistens immer irgendwo mal ein bisschen günstiger. Ich meine, wir haben es so für, ich glaube, zwischen 12 und 14 Euro. Da würde ich sagen, kommt man langsam an den Bereich, wo es nicht mehr so weh tut. Aber also das macht jetzt nicht so viel her, ne? Das macht nicht so viel her. Wir haben ja auch ein paar von diesen, wie ich es immer nenne, Werkzeugkoffern. Da stellt man die Reifen von dem Hubschrauber rein. Das passt auch ganz gut, dass der dann quasi gesichert ist und für den Transport halt nicht rumschlappert oder so. Das geht auch. Sowas sollte ich nicht machen, das wissen wir alle, aber ist okay. Die 200 Teile hat man ja schnell wieder zusammengesetzt, ne? Ja, das passt so ganz gut. An sich könnte sowas, glaube ich, auch ein ganz cooles Set sein. Ich denke, die haben ja auch das Rad nicht neu erfunden. Sowas gab es bestimmt auch schon mal ein bisschen cooler, so vor ein paar Jahren oder so. Aber ja, das macht nicht so viel her. Und dann hier haben wir gar nichts mehr. Also hier ist schon wieder so ein Hauch von nichts. Und hier hinten ist eine Klappe wenigstens. Keine Türen an den Seiten, gar nichts. Hier hinten ist eine Klappe, aber auch hier sieht man schon. Kuckuck, die geht auch nicht ganz zu. Da ist auch wieder so ein Spalt. Also das ist auch, ja, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Nicht so cool. Ja, ich habe, wie gesagt, die originalen Figuren nicht gefunden, aber ich habe hier mal so ein paar Ganoven mitgebracht und einer von denen legt sich hier jetzt mal rein. Wie hat mein Mann so schön gesagt, die hat sich wahrscheinlich beim Spazierengehen das Bein gebrochen und wenn die hiermit unterwegs ist, kriegt sie auch noch eine schöne Bindehautentzündung. Und das denke ich, würde passieren. Und sagen wir mal, jetzt kommen so Turbulenzen. Oh mein Gott. Naja, jetzt war's das, ne? Da hilft jetzt auch der Rettungshubschrauber nicht mehr. Also, das ist wirklich. Ich denke, auf der Liege hätte man sie. Trage, liege, keine Ahnung. Leute, ich bin nicht blöd, aber ich kann es mir nicht merken. Ja. Hätte man sie vielleicht irgendwie hier mit diesen Noppen hinten festmachen können, dann wäre sie vielleicht nicht rausgefallen. Vielleicht ist es ja auch ein schöner, ruhiger Tag und man muss nicht so fliegen. Was weiß ich, ich kenne mich mit Hubschraubern auch nicht so besonders gut aus, ne? Also ich war noch in keinem und ich glaube, es wäre jetzt auch nichts, was ich unbedingt möchte. Aber ich weiß auch nicht. Ich denke bei sowas immer, kennt ihr den, ich glaube, der heißt Multipla oder so. Dieses Auto. Wenn das einer von euch fährt. Warum? Aber an den denke ich immer, wenn ich sowas sehe. Denke ich immer, irgendjemand hatte die Idee und hat es seinem Team vorgeschlagen. Und die anderen haben gesagt, ja, lass uns das machen. Und dann wurde das von der Idee zum fertigen Produkt, wurde das so abgenommen und gemacht und wie man sieht, auch gekauft, ja. Weil, wisst ihr, wen das überhaupt nicht stört, das mit den fehlenden Türen und diese Absurdität hier? Derjenige,
der die Zielgruppe dafür ist. Die sehen das nicht so eng wie wir. Wir aus Sicht von Erwachsenen kritisieren wir rum. Dazu haben wir auch jedes Recht, weil wir sind ja schließlich diejenigen, die ihr hart verdientes Geld dafür ausgegeben haben am Ende des Tages. Also ich denke, wenn man jetzt nur den Aspekt betrachtet, ob damit gespielt wird und ob ein Kind daran Freude hat, dann würde ich sagen, ah ja, ist okay. Die sind da nicht so pingelig. Aber wenn man bedenkt, dass es irgendwo auch einen Erwachsenen gibt, der das für das Kind kaufen und bezahlen muss, finde ich es halt irgendwie einfach unverschämt, ja. Naja. Ihr wisst, ich fand auch aus der neuen Welle ein paar von den Lego City Sets ziemlich cool. Zum Beispiel die Polizeistation fand ich vollkommen in Ordnung. Das Krankenhaus gefällt mir auch. Aber ich glaube, weil ich mir sowas halt auch gerne spiele, das ist eh nicht so meins hier, muss ich sagen. Aber ja, da hätte man deutlich mehr rausholen können, irgendwie, ne? Weil klar, sowas geht immer. Aber ich würde sagen, wenn in der nächsten Variante davon noch weniger ist, wie auch immer das gehen soll. Also ich fände es ja schon auch irgendwie beeindruckend, ne? Dann mag es wahrscheinlich keiner mehr haben. Ich weiß es nicht. Das finde ich halt echt schade, aber was soll man machen, ne? Als ich das dann gesehen habe, wurde mir auf einmal klar, warum das Set so oft gezeigt wurde. Es ist wirklich ein richtig gutes Beispiel für ein schlechtes Beispiel. So. Das was dazu. Normalerweise frage ich immer, was sind eure Gedanken? Wie findet ihr das Set? Aber ich glaube nicht, dass das ein kontroverses Thema sein dürfte. Nee. Glaube ich wirklich nicht. Da sind wir uns, denke ich mal, alle einig, sowas geht nicht. Und auch, wie gesagt, wenn Kinder daran ihre Freude haben und gerne damit spielen, finde ich es für die auch schade. Also, dass diese leicht zu begeisternde Art von kleinen Kindern quasi so ausgenutzt wird, dass man sowas zusammenzimmert und es dann für 30 € anbietet. Naja, das war's dazu. Ich, wie gesagt, habe ja quasi in meiner Familie jemanden, der genau damit angesprochen werden soll und auch wird, weil Reifen dran sind. So funktioniert das halt, ne? Das wissen die auch. Na gut, ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Jetzt baut was Schönes, also was anderes als das hier. Und macht euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.